But you give me all I need to be satisfied. You came along one day, you raised me up and made me sway. You swept me off my feet, my heart stopped to beat. Cause you made it, cause you made me melt away. You spin my world around, cause you're the piece I find. Herzlich willkommen hier in Cannes und heute Morgen zeige ich euch endlich, wir haben sehr lange drauf gewartet, neue Marex 440 Gourmet Cruiser. Und ich würde mal sagen, wir fangen hier hinten im Heckbereich mal an und ich zeige euch das Schiff jetzt. Für die meisten Bootsbesitzer ist die Badeplattform natürlich ein ganz wichtiges Feature. Und wie ihr seht, hier haben wir es in dem Bereich schon hochgeklappt. Es geht also ziemlich einfach. Das heißt also, ich kann hier eine Schlauchboothalterung aufklappen, die integriert ist in der Badeplattform und kann natürlich hier mein Dinghy dementsprechend abstellen. So, wir haben hier eine hydraulische Badeplattform und hier versteckt haben wir eine Treppe, die automatisch beim Absenken der Badeplattform natürlich zur Treppe wird. Das Ganze werden wir euch jetzt mal zeigen. Hier haben wir also die hydraulische Badeplattform. Wir wollen den Fahrstuhl nach unten absenken und wir werden den Knopf 5 Sekunden halten und dann einmal nachsetzen, noch zuzüglich einmal drücken und wie von Geisterhand senkt sich das Ganze ab. Die Treppe klappt aus und so können wir natürlich sehr komfortabel unser Beiboot ins Wasser lassen. So, wir werden die Badeplattform jetzt wieder anheben. Ja, wie man natürlich sehen kann, ist dieser Heckbereich, also sprich diese Badeplattform, natürlich wesentlich größer wie bei den vorherigen Marex-Booten. Und natürlich erst aus diesem Grunde hat Marex die Möglichkeit gehabt, das Ganze jetzt hydraulisch zu gestalten. Und wie wir das von Marex gewohnt sind, haben wir natürlich hier im Heckbereich überall Stauräume drunter. Wir können die Fender verstauen, wir haben die Deckswaschanlage hier untergebracht. Und hier auf der Steuerbordseite haben wir noch eine Rollanlage, wo wir im Grunde genommen das Landanschlusskabel elektrisch aufrollen können. Also wie wir das im Grunde genommen gewohnt sind von den vorherigen Booten, haben wir hier wieder alles integriert. So, und jetzt gehen wir mal ins Cockpit und gucken uns das hier einfach mal an. Es ist natürlich schon ein sehr gewaltiges Cockpit, was wir hier hinten haben. Also wir können mit Sicherheit zwischen 8 bis 10 Leuten hier draußen sitzen. Und wir können natürlich den Tisch aufklappen, um das Ganze hier zu vergrößern. Der Tisch ist auch wieder absenkbar, sodass wir hier wieder eine Sonnenliege draus machen können. Und wir haben, wie wir das gewohnt sind von den vorherigen Marex-Booten, dass wir hier überall Stauraum haben. Und jetzt ganz neu, wir haben hier diesen Tresen, wo wir hier auch wirklich alles rausgeben können, was wir hier draußen verzehren, haben wir hier die Möglichkeit, das umzuklappen und hier eine Scheibe elektrisch hochzufahren, um das Ganze hier im Heckbereich zu verschließen. Wie wir das von Marex gewohnt sind, haben wir natürlich hier auch im Cockpitbereich wieder dieses große Schiebedach, also dieses Softtop. Und das ist natürlich sehr schön, dass wir auch bei schlechterem Wetter oder bei ein bisschen mehr Wind hier hinten den Heckbereich zulassen können. Und wenn wir die Sonne genießen, hier mit der Relaxliege aufgebaut, können wir das Dach öffnen und liegen sehr schön windgeschützt. Also dieses Boot ist wirklich super nutzbar. Ich kann nur sagen, wir haben sehr, sehr lange wirklich drauf gewartet. Und wie man jetzt sieht, wir haben so eine riesen Küche hier mit der Durchreiche nach draußen hin zum Cockpit. Die Küche, ich kann hier wirklich alles machen. Ich kann hier meine Gäste ganz, ganz, ganz toll bedienen. Wir haben hier Bedienfeld vom Inverter, Klimaanlage, Heizung. Ich kann von hier aus die Scheibe, die hier unterm Tresen sitzt, kann das Boot von hier aus schließen. Wir haben hier Backofen, Mikrowelle, kombiniertes Gerät. Hier natürlich die ganz neuen Beschläge von Marex. Was ich übrigens auch zu diesem Zeitpunkt noch sagen muss, es ist super, dass sie jetzt das Furnier einfach mal quer gemacht haben. Weil viele haben einfach nachgefragt und haben gesagt, Mensch, das sieht so toll aus auf den ersten Prospekten, die wir immer haben, wo das Ganze noch computeranimiert ist und das Furnier quer ist. Jetzt haben sie es endlich umgesetzt und es sieht wirklich schick aus. Und dann die neuen Beschläge. Ich sag mal, super einfach zu handeln. Es sieht einfach sehr, sehr hochwertig aus. Hier haben wir den Kühlschrank, wieder einen Schubladenkühlschrank, wie wir das von Marex kennen, natürlich immer gefüllt, das Ganze. Ganz neu, hier direkt daneben der Geschirrspüler. Dann haben wir natürlich hier zusätzlich den Tiefkühler. Und wie ihr seht, das Ganze ist wirklich richtig großzügig gestaltet. Und ja, wir würden mal sagen, wir gucken uns jetzt mal den Steuerstand, also sprich das Dashboard an.
So wie ihr seht, haben wir natürlich ein super modernes, aufgeräumtes Dashboard. Hier mit zwei Kartenplotter. Wir können die Kameras hier, wir haben die jetzt im Heckbereich aktiv. Wir können eine Kamera optional für den Motorraum bekommen und natürlich für den Anker. Das heißt, wir haben jetzt dieses neue System, wo die Ankerklappe vorne aufgeht, der Anker rausfährt. Da ist eine Kamera installiert, sodass ich sehen kann, wenn der Anker meinetwegen schmutzig hochkommt, habe ich eine Deckswaschanlage, die integriert ist und ich kann den Anker damit waschen. Ich sehe, wenn er sauber ist und fahre ihn dann ein. Ganz neu bei Marex jetzt, dass ich den Steuerstand individuell verschieben kann. Und zwar vor und zurück und natürlich mit dem Lenkrad, was ich höhenverstellbar habe. So, wir zeigen das jetzt mal. Also ich kann den Steuerstand in diese Richtung hervorheben oder eben halt zurückfahren und dann dementsprechend das höhenverstellbare Lenkrad natürlich so einstellen, dass ich entweder im Stehen fahre oder wenn ich hier durchgehe, kann ich das Lenkrad schön beiseite nehmen, um schön einen großen Ausgang zu haben, um die Seitentür zu nutzen. Dann haben wir natürlich hier die Trennung von der Reling, was natürlich sehr komfortabel ist, zum einen zum Schleusen und natürlich zum anderen beim An- und Ablegen. Bei so einem Riesenschiff ist es natürlich sehr schön, dass ich auch eine riesen Beifahrersitzbank habe. Was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, ist, dass wir natürlich auch an der Backbordseite eine Schiebetür haben, wo wir nach draußen gehen können und gleichzeitig auch den Relingsdurchgang, ne, wie wir das von der Steuerbordseite her kennen. Und auch für den Beifahrer haben wir natürlich hier einen ganz tollen Tisch. Das heißt, ein ganz neues System. Wir können das hier ausklappen und können dann dementsprechend haben wir hier eine große Tischplatte. Ne, so dass man auch beim Fahren ein bisschen was essen kann oder was ablegen kann. Hier haben wir noch das Bedienfeld für den Generator. Jetzt auch ganz neues Display. Sehr schön gemacht übrigens. Ja, und ich würde sagen, das Ganze ist ziemlich großzügig. Marex 440, jetzt in der 2-Kabinen-Variante und in der 3-Kabinen-Variante zu bekommen. Und im Nachhinein wird sie irgendwann noch mal rauskommen als Skandinavia. Hier haben wir die 3-Kabinen-Variante und ich muss sagen, es ist wirklich super großzügig, das Ganze. Wir haben an Backbord und an Steuerbord zwei schöne Schränke, wo ich also Sachen wirklich hochkant aufhängen kann. Und da habe ich schon eine ganz, ganz Menge Stauraum. Wir sind hier in der Backbord-Kabine, also einer von den beiden kleineren Kabinen. Bei der 2-Kabinen-Variante geht hier diese Wand durch. Wir haben natürlich trotzdem diese Sitzbank hier in diesem Bereich. Und was wir hier haben, natürlich ganz viel Stauraum. Jetzt ganz neu bei Marex. Wir haben hier eine Waschmaschine verbaut, sogar von Miele. Ich bin also jetzt in der Steuerbordkabine, also in einem von den beiden kleineren. Aber bei der 2-Kabinen-Variante befinde ich mich jetzt eigentlich in der Dusche. Das heißt, hier vorne ist eine Wand zwischen und hier ist eine Wand zwischen und das Ganze hier wird zu einem großen Badezimmer und hier ist dann die Dusche. Das Badezimmer zeigen wir euch gleich nochmal. Wie gesagt, hier das Badezimmer. Bei der 2-Kabinen-Variante wäre das denn hier die Dusche. Und wir haben hier in diesem Bereich dahinter ein Bad nochmal, was dann für die kleinere Gästekabine wäre. Die Sonne scheint, wie wir es von Marex gewohnt sind, eine super schöne Sonnenliege, auch wieder mit aufstellbaren Rückenlehnen. Und hier wieder mit den Getränkehaltern. Also wir haben hier wirklich alles, was das Herz begehrt. So, und das war unsere Präsentation von der Marex 440 Gourmet Cruiser. Wenn das euch gefallen hat, schreibt uns das bitte in den Kommentaren. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach, wirklich. Und natürlich vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit wir euch weiter mitnehmen können auf die nächsten Reisen, bei den nächsten Schiffen. Und bis bald. Tschüss aus Cannes. You sweep me off my feet, my heart stops to beat. 'Cause you make me melt.